Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal gab es viele Synthesen. Wir haben erfahren, dass hier eine Ratte offenbar in Schwierigkeiten steckt. Der müssen wir natürlich helfen. Und dafür ziehen wir jetzt in die weite Welt hinaus. Während hier Winter ist, da sehe ich schon ein neues Monster. Ein Fuhhund. Wir konzentrieren unseren Angriff mal auf den ersten Fuhhund. Dann sehen wir auch, wie viel er aushält. Okay, der scheint einiges auszuhalten. Vier Schläge hat er bisher überlebt. Fünf. Okay, fünf Schläge darunter, ein zweiter Angriff von unserem Dino überlebt. Okay, dann konzentriere ich meinen Angriff jetzt nochmal auf den zweiten Fuhhund. Oh, Raserei. Während des Kampfes verfallen Monster manchmal in einen Zustand der Raserei, der 3 Runden lang anhält. Solange dieser Zustand anhält, haben Monster nicht nur höhere Attribute, sondern können auch jedes Mal, wenn sie an der Reihe sind, eine zusätzliche Aktion ausführen. Das könnte eigentlich gerade schlecht sein, weil ich den Fuhhund anwerben will. Ja, das war schlecht. Was Unpraktisches hätte ich gerade nicht kriegen können. Verdächtiges Fleisch. Jetzt brauche ich einen zweiten Fuhren, weil einer in Raserei geraten ist. Hatte keinen Bock mehr auf den Kampf. Wollte es schnell beenden. Aber das dürfte gerne nochmal passieren, wenn ein Bosskampf ansteht. Guck mal, da ist Ungebongo von gerade eben. Naja, wer ist jetzt von gerade eben, von letzter Folge? Der heißt sogar Bongo. Ich wollte eigentlich nur einen Joke machen. Ich denke mal, du überlebst wie dein anderer Kollege mindestens einmal einen kompletten Angriff. Ja, bei dich will ich anwerben. Verdächtiges Fleisch bekam ich gerade eben. Okay, das hat ein zufälliges Maß. Das könnte auch ultra strong sein. So, Bongoman, willst du dich mir anschließen? Ich werde dich sogar Ungobongo einfach nennen, ne? Wenn ich sage, ich nenne ihn Ungobongo, dann nenne ich ihn auch Ungobongo. Du bist ein Stärker, wahrscheinlich einfach, ja, kompletter Supporter. So, Team mal neu angeordnet. Da gehe ich gleich rein. Ich will noch einen weiteren Fuhhund versuchen. So, dann nimm mal eine herzhafte Achse. Dich werbe ich an. Zumindest versuche ich's. Hat nicht geklappt. Instant wütend. Und wieder ein paar Level-Ups. Ich hätte ja eigentlich lieber gern den Hundi gehabt. Jetzt muss ich ihn nochmal bekämpfen. Ich lerne auch mal den Heizungstechniker. Oh, ich habe Glück, er schließt sich mir so an. Was für ein Glück ich manchmal habe. Doc Fu. Sind ja Fuhhunde, Krawallmacher. Ausraster, Klingenbrecher. Okay.
Wirkt mir eigentlich eher kontraproduktiv gerade. Wie viele fehlen mir denn hier noch? Nur noch drei. Beziehungsweise zwei, wenn man den einen wegrechnet. Den grünen Drachen. Für den komme ich nochmal wieder, wenn ich stärker bin. Aber die beiden kann ich jetzt erstmal vorlesen. So, der Fuhhund. Huchende Hunde, die in der Unterwelt als abscheuliche Aufpasser eingesetzt werden. Wegen ihres beängstigenden Blutdursts machen selbst andere Monster einen großen Bogen um sie. Und Bongo Bongo. Große Geister, die im Bann ihrer bestialischen Bongos stehen. Mit ihrem rhythmischen Talent können sie alle möglichen Monster auf den Plan rufen, die vom Takt ihrer Trommel angezogen werden. Rennen die restlichen zwei hier auch noch zufällig rum? Die mir noch fehlen? Damit ist doch auch bestimmt zu irgendeiner Jahreszeit etwas. Da sehe ich eine Kiste. Okay, ich komme hier auch gerade nur wegen Winter gerade rüber. Drei Stärkesamen. Dem grünen Drachen brauche ich mich nicht anlegen. Ach gut, das ist auch der einzige Punkt, den man so überqueren kann, ne? Im Winter. Ich kann ja noch eben kurz auf den Frühling warten und gucken, ob sich dann was tut. So, sollte jetzt so langsam aber sicher auf Frühling umspringen, Leute. Dann sehen wir, ob hier sich noch irgendwas tut. Also es sollten dann eigentlich zumindest die letzten zwei Monster irgendwo auftauchen, die mir hier aus der Ebene noch fehlen. Ja, guck mal, dann sind die Dinger da tatsächlich aktiv. Lol, man kann auf dem Ding schweben. Das katapultiert mich wahrscheinlich komplett hoch. Und da ist auch direkt das Monster. Also das erste, was noch fehlt. Die Tornado-Teufel. Die Inselstärkung hat sich aktiviert. Ja, ich mal einmal kämpfen. Damit die ein bisschen geschwächt sind. Peng! Dann versuche ich mal einen anzuwärmen. Herzhafte Haxe an den in der Mitte. Die Chancen stehen nicht schlecht. Sausa. Ja, dass du ein Säusefan bist, das war sowas von klar. Dass du die Windangriffe hast. Ja, dann fehlt jetzt nur noch ein Monster hier aus der Gegend. Du bist es nicht. Ein Yggdrasilblatt! Für die, die nicht wissen, was ein Yggdrasilblatt ist, dann kann man jemanden wiederbeleben. Also ich habe gerade eine Wiederbelebung bekommen. Okay, das Windding ist von der Karte her, aber auch nur hier so in der Gegend. Gucke ich mich mal auf der linken Seite hier noch um, ob ich irgendwo noch den letzten fehlenden Kameraden irgendwo sehe. Ansonsten sehen wir uns da an dem Eingang. Also ich habe jetzt hier einmal komplett drumherum geguckt und ich habe nirgendwo unseren gefiederten Freund gefunden, der jetzt noch fehlt. Ihr wisst hier auch mal hier in dem Verteidiger. Ja, Märtyrer will ich ja weiter investieren. Ungebongo will sich mir anschließen. Ja, ich nehme ihn mal mit. Tue ich in die Kiste, dann kann ich ihn zumindest für eine Synthese nutzen. Da drüben ist unser Rattenfreund, der Hilfe braucht. To close the infernal gate right away.
Das werden wir sofort machen. Dear me, it looks like he's in a spot of bother. Seems things have gotten a little dicey. This discombobulator is a real lifesaver. Glad I swiped it from the village back there. Pardon me. Are you all right? Wait! Are you a human? Well, well. An elf mixing with monster kind. How intriguing. What in the world are you doing here? Okay, first things first. The name's Trouble. Toilin Trouble. I'm a researcher of magic. Hey. I came to Nadiria in search of treasure. Like this nifty little number I pocketed earlier. Hmm? Okay. If you've got a problem with me, monster boy, don't bite your tongue. Can't stomach a little petty theft, huh? That's a bit rich coming from one of your kind. Nicht sehr nett. Is that Travelite? Ein grüner. Huh? Oh, this. I stole it from that rat's horrible little hovel. Ich glaube, statt Professor solltest du dich lieber Dieb nennen. I suppose I could hand it over. You'd like that, wouldn't you, monster boy? Sorry Leute, für die kurze Unterbrechung, musste mal eben kurz zur Tür. Ja, das hätte ich gern. Well, either way, I guess you're no fan of receiving stolen goods, am I right? So, what's your plan? Perhaps you'd rather rob me of it instead. Please stop this. So let me get this straight. It's wrong to steal, but fine to win something in a fair fight. You know, mehr oder weniger? I think I'm starting to like you. But I think I've wasted quite enough time on wannabe vigilantes. See you around. Trouble. What a bizarre individual. Well, the infernal gate should be somewhere inside. Let's be careful as we go. Ich habe das Gefühl, Professor Langfinger passt mehr zu ihm als Name. Oh, hier sind aber nicht viele Katzen, viele Monster, nur die Katze und noch irgendwie, was ich noch nicht gesehen habe. Ich kriege hier Zauberwasser geschenkt. Dann suchen wir mal hier, ne? Hier ist auch kein Wechsel von irgendwas. Ihr kleine Zwinkerer da. Ich habe die Kampfautomatik noch an. Ich wurde geheilt, aber der Zwinkerer ist tot. Ich merke mir, dass er nur zwei Schläge aushält. Beziehungsweise so 40 ungefähr. Ich brauche einen neuen Zwinkerer. Zum Glück ist da direkt einer.
Meine Güte, wie schwer kann es sein, einen anzuwerben? Da kam die Steinschleuder direkt. Na, er tritt mir wenigstens so bei. Ich taufe dich Zwink, Mago. Magie, Magister. Auch Knirsch, Knister, Säuse, Schütt. Okay, das scheint eigentlich sehr gut zu sein. Investiere ich drin. Müssten wir jetzt nur noch die Katze hier finden. Eine Desmodium-Essenz. Ich suche erst die Katze, bevor ich hier irgendwas an Einträgen gucke. Hier ist Sackgasse. Dann gehen wir mal hier die Richtung lang. Da sehe ich zumindest was rumliegen. Eine Nadelkugel. Da könnte ich XP sammeln ein bisschen. Da wieder ein paar Level-Ups. Und noch ein paar Begabungspunkte. So, ich investiere mal hier. Bei dir wird weiter in den Heiler alles gesteckt. Ich suche eine Katze, aber ich finde keine Katze. Ist wahrscheinlich tiefer drin in der Höhle. Da, ich sehe eine Katze. Komm her. Ich hoffe, die Katze hält ein bisschen was aus. Edge ist ein guter Zauber, dann können die Gegner keine mehr einsetzen. Anwerben. 57%. Gescheitert, wie immer. Aua. 2. Versuch. Wesentlich weniger Prozent. Und wütend. Müssen wir noch eine Katze versuchen? Oder auch nicht, weil sie sich uns so anschließt. Kann es sein, dass das auch in der Hinsicht das boostet, dass sie sich uns anschließen? Ah, Mautzika. Entzauberer. Ja, wird investiert. Merkurstoß. Ah, okay, kann man recht schnell angreifen. So, hier war noch eine Kiste. Die nehme ich mir, dann gibt's an die Einträge. Ein Asbest-Amulett. Warte, Asbest-Amulett. Fauchresistenz. Das wäre gut. Auf jeden Fall bei der Ratte, weil die gegen Fauch, glaube ich, schwach ist. Einen Ausrüstungsgegenstand noch und ich kann jeden immer ausrüsten. Ich kann ja auch noch eben kurz gucken. Gibt 51 bis 60 LP. Okay. Das kann man gegen Metallmonster nutzen. Okay. Der Tornado-Teufel. Diese fiesen Windgeister tragen ihre Tornados wie eine Uniform.
Ihr größter Wunsch ist es, Wanderer in ihren wirbelnden Welten willkommen zu heißen. Vampirkatze. Diese garstigen Katzen sieht man häufig durch den Himmel fliegen. Wenn du mitbekommst, wie sich eine von ihnen das Fell legt, kannst du dir sicher sein, dass es bald regnen wird. Boah, die sind ja richtig flink. Und der Zwinkerer. Magische Wunderkinder der Monsterwelt. Ihre Kartentricks sind zwar alles andere als bühnenreif, aber welches Publikum bräuchte es übers Herz, diese knuffigen Kerlchen auszubuhen? Gibt genügend, Leute. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass in der Ecke hier was ist an Kiste. Aber war nix. Die Kämpfe hier, die können wir jetzt ignorieren. Da sieht aus, als ob da das Söhnentor sein könnte, deswegen gehe ich hier erst rechts. Isolade. Isolade, Isolade. Ah, okay, Schutz gegen Odem-Angriffe. Ja, hier sieht gut aus. Da vorne sehe ich ein Portal. Jetzt musste ich erstmal die Katzen hier verprügeln. Aber wenigstens bekam ich nochmal einen Weisheitssamen. Den Untoten töte hätte ich gerne. Oh. Uns dahin jetzt weiter investieren. Da wäre auch die natürliche Gesundung mit drin. Die Frage ist, ob ich mich auch wieder zurück teleportieren kann. Nee, ich kann mich nur vor die Höhle teleportieren. Da gehen wir mal in den nächsten Bereich. Guck mal. Das ist definitiv unser erster Bossgegner. We heard you were the big hitter around here. You bet I am. My name's Bernie, the youngest of the Brimstone boys. Well, would you mind shutting that gate? It's causing no end of trouble. Yeah? Why should I care? I'll have you know that opening this gate is a big part of our plan. And I'm not about to let you two get in our way. On guard! On guard. Unser erster Bosskampf. Brandy. Okay, zuallererst... manchmal eine Mega-Stärkung für alle. Klingenbrecher versuche ich. Genauso den Helmspalter. Und wir können einmal Wuppien natürlich versuchen, ne? Vielleicht haben wir ja Glück.
Ich versuche mal den blendenden Blitz. Du bist ein Drache, du magst doch bestimmt kein Eis. Okay, parieren und blocken. Ja, das verringert den Schaden erheblich. So, er trifft weniger. Versuch einfach seine Werte zu senken. Seine Abwehr ist schon mal gesunken. Flammenhieb. Brandy hält ein bisschen was aus. Okay, Feuer komplett Schwachsinn. Ich lasse sie jetzt einfach mal auf eigenes Geheiß kämpfen. Aber... Friss mein Mist. Ist eine unterschwellige Botschaft. Wir haben ihn besiegt. Keine Begabungspunkte bekommen. This kid can really fight. Just wait till my big brothers hear about this. You'll be in trouble then. I'll remember you. Ciao. I'm not sure I want to meet his brothers. Well, no sense in worrying about it now. Let's close that gate. Genau. Dieser Hebel sieht aus, als wäre dazu da, das Höllentor zu kontrollieren. Willst du ihn umlegen? Ja. Das ist aber ein gewaltiger Hebel. So, und damit sinkt auch der Lavapegel. Kann man auch am Anfang einfach rüberlatschen, wenn ich es richtig sehe. Great work! It looks like that did the trick. Now, let's make sure that Norbert's poor boy got safely back to Dragonook. Come on! Sagen, das gucken wir beim nächsten Mal. Ich hoffe an der Stelle, dass es euch gefallen hat heute wieder der Part. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.